Noch mal. So, ja. Ich baue das Öl da hinten ab. Guck mal nach, die Taucherflasche. Oh, ich würde sagen, 10% sind weg. Ja, ja, das hier sieht ist sie noch komplett voll. Hier. Du musst. Drück mal I. Was? I. Taste I drücken, dass du ins Inventar kommst. Jetzt guck dir mal an, wie den Balken unter der Taucherflasche. So, stopp, ja gut, 10%. Mein Leben geht nicht voll, ich muss mal auftauchen. Ja, mach das. Ich lass Shane hier, ich tauch so auf. Sicher? Ja, nee, das ist eine doofe Idee, ja. Nimm den mit, der ist schneller. Oder tauscht eben, weil Topaz müsste wesentlich schneller sein. Ja, schon. Ich nehme ihn den Delfin. Ich würde da nicht ohne Hai hochgehen. Sonst kann ich andere Haie besuchen. Ist mir doch egal. Ja, wie kommst du denn dann wieder unter Wasser, wenn du tot bist? Ist mir doch Wumpe. Ich bin sogar so fast tot. Ich muss nur schnell mal auftauchen, weil ich sonst so oder so tot bin. Oh, ich bin ja schon oben. Okay, dann schnell was futtern. Passt eine Echse, ey. Puh. Die ganze Zeit dieses Wummern vom Herz hören und das Piepen, ey, das ist ja der Wahnsinn. So, wie weit ist er? 40%. Aber irgendwie geht die Narkotik ganz langsam hoch. Weil ich immer wieder was reinhau. Jetzt haben wir über 50%. Balken sinkt immer ganz leicht, ganz langsam, kann das sein? Ja. Und die Narko aber auch. Ich habe ihn vorhin auch 15 Stück reingehauen. Ist vielleicht die Schwierigkeit erhöht einfach, dass der nicht so schnell zu tamen ist. Aber wir haben ja das Kibbel, das sollte ja ganz gut gehen. So, ich komme jetzt wieder runter. Runter? Nach unten zu euch. Wow. Oh, jetzt aber schön hell hier drin. Ja, ich muss euch jetzt erstmal wiederfinden. Oh! Wir fassen sein Maul gesprungen. Über uns ist so ein Steinbogen. Mit ich dem bin Steinbogen schon wieder da. Alles klar. Zack. Ich bin da. Hat der aber schöne Augen. Komm her. Wow. Er ist pink. Ich verstehe nicht, warum man unter Wasser nicht essen kann. Was denn? Hast du deine Klamotten auch ein bisschen weiß eingefärbt? Ja. Ich dachte, man sieht man nämlich unter Wasser besser. Also das finde ich jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen schwach. Ich habe mal auf K gedrückt, um meine Figur anzugucken und ich sehe immer noch die Brille. Das macht wiederum keinen Sinn. Ja. Naja, der Kameramann, der die verfolgt hat, halt auch eine Brille. Das ist die Frage, müssen wir uns unter Wasser für den Gehege bauen? Oh. Doch nicht. Der kann auch direkt auch bei uns dahin. Das passt. Da bin ich gespannt. Das geht, der kann direkt über das nicht an die zu flach ist. Der kann an die Wasseroberfläche, ist nicht zu flach. Wir werden es ausprobieren und auf sein Leben achten. Und ich denke mal, ansonsten werde ich da wohl davor, vor unserem eigentlichen Gehege wohl erweitern müssen, wa? Yay, wieder ein Bauprojekt.
Komm noch mal ein bisschen ich rein. Ich glaube, das klappt. Wir werden es erleben. Ich weiß es auch eigentlich. Yeah. Da haben wir ein neuer Eintrag. Geil! Ja, zwei, drei, vier fehlen nur noch. Und einer davon ist die Brutmutter und der andere ist der Dodo-Rex. Ja, wie wir den Dodo-Rex kriegen sollen, das weiß ich auch noch nicht. Schön. Ach, du bist schon mit ihm unterwegs? Ja. Oder wolltet ihr noch auf irgendwas warten? Nö. Scheiße, ist der groß. Oh, Verzeihung, ich wollte nicht Scheiße sagen. So ein Scheiß. Ich glaube, ich habe sogar auch schon den Sattel für den gelernt. Ja. Du musst aber hier hoch. Guck mal, jetzt ist es auf einmal richtig schön schnell. Ja. Mal schnell an die Oberfläche. Zack. Und die Taucherausrüstung, die Flasche werde ich ausziehen. Ach, guck mal, bis zur Oberfläche schwimmt da jetzt. Das scheint, dürfte kein Problem mehr sein. Ach, ist doch. Ja, dann auf nach Hause, schnell, schnell. Nicht, dass ihn noch irgendjemand angreift. Er kommt. Achso, das bist nicht du. Ich würde gerade sagen, hä? Flitzt nur du vorbei, aber er nicht? Gucken wir uns den nochmal ein bisschen so an, während er an mir vorbeischwimmt. Wird schon lang. Ja, düst einfach dran vorbei. Lange Schwanzflosse hat er auch. Ja, witzig. Hier links unten die Bildchen, dass man eine Taucherbrille und eine Flossen trägt, die sind ja auch richtig eingefärbt. Ja. Wir haben ja echt an alles gedacht. Ja, an vieles, ne? Wirklich sehr, sehr, sehr cool. Sie, Mona. Ja, sehr cool. So, dann lass uns auch nach Hause und den nächsten Plan machen, was wir als nächstes anstellen werden. Na, Plesiosaurier. Genau, und ihr seht es dann in der nächsten Folge, was wir anstellen werden. Hi. Wo? Ja. Bin unterwegs. Oh, er greift mit an. Jetzt aber schnell. Juhu, Eis hat's gemacht. Da. Naja. Dann düsen wir mal hier durch. Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge das nächste Abenteuer. Definitiv. Und macht's gut. Denkt an ein Abo und ein Like und so weiter. Und viel Spaß noch. Tschüssi. Da hinten ist er. Er kam nicht mit. Okay, ich stelle meinen jetzt hier ab und werde auf ihn schießen. Zieh du ihn mal ein bisschen weiter weg. Ja, genau. Und ich düse hinterher. Okay, hab ihn. Hab ihn getroffen. Er dreht. Er kommt zu dir jetzt. Okay, er dreht. Er dreht wieder. Weil ihr müsst auch was mit. Der Sack haut zwischendurch manchmal ab und kommt dann wieder und greift dann wieder an. Ich weiß gar nicht, wie viel der noch aushält, weil irgendwie sieht der echt übel aus. Der ist schon. Stopp. Okay, geil. Du hast das Zeug, oder? Ja. Eis schwimmt hinterher. Achso, er ist nicht aggressiv. Du warst nervös geworden. Dachte, warum beißt der Heide nicht zu? Warum sind wir da nicht drin? Das habe ich überhaupt das Kibbel in den gepackt. Auch ein Fahrei. Ich weiß es nicht. Ja, Rex und welches denn? Das Kairiku. Achso, okay, hast du schon, okay. Perfekt. Cool, dann haben wir den schon mal. Yay! Boah, ist der hässlich. Aber er leuchtet. Und wie? Sieht auch ganz schön eklig aus, das Leuchtding. Ja, das ist der Angler. Und damit ein herzliches Willkommen. Wir haben ihn plötzlich getroffen und... Ja, wir wollten eigentlich den anderen suchen und den nehmen, wenn wir den anderen halt nicht finden oder den vorher finden.
Weil ich bin mehr auf die Großen wirklich interessiert. So. Ja, ja. Ja, ach ja, weil Helligkeit sehe ich jetzt auch bedeutend besser hier, also ist schon cool. Wo habe ich denn Level meinen 2. hingestellt? Da hinten. Den kann man übrigens, glaube ich, auf den Sattel bauen. Für was? Für den Sattel. Für den Anglerfisch. Ja. Ich glaube nicht, ich habe nämlich gerade eben nachgeguckt. Echt? Ich glaube, den kann man ohne reiten. Oh. Werden es ja hoffentlich bald wissen. Ja. Wir werden es erleben. Ich bin mal gespannt, weil der ich kriegt hier ganz schön langsam Hunger oder gar keinen? Doch. Hey. Ich bin echt gespannt, wie viel das Kibbel bringt bei ihm. Welches Level ist er? 2. Ja, das wird ja eigentlich das schnell wird gehen. Schnell oder? Gehen. 4 Stück maximal. Wo ist denn mein Hai schon wieder? Selten. Ach, da. Direkt über mir. Okay, deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Hm. Ach, Schluck auf. Wenn nachher irgendwann andere Unterwasserviecher kommen, kann man mit denen gut schwimmen. Weil du siehst ja gut was. Ja. Aber habt ihr euch mal die Zähne von dem angeguckt? Das ist wie der heutzutage noch ist. Dünn und extrem krass. Also es ist. Wo die Augen sind. Also ich will nicht, dass der mich beißt oder so. Das ist ja. Der lässt sich nicht mehr los. Das tut bestimmt weh. Da. Boah. Nee, danke. Dem möchte ich im echten Leben nicht begegnen. Frag mich, wofür der die beiden Fortsätze an der Seite vom Kopf auch noch hat. Damit tastet er bestimmt. Weil seine Augen sehen ja nicht gerade so aus, als ob er da gucken kann. Doch ein Tiefseefisch oder nicht? Ja. Nicht. Kann das sein, dass er aufsteigt? Nee. Denke ich wohl ab. Aber er ist jetzt näher am Hai, oder? Mhm. Doch, er steigt auf. Ja, toll, jetzt geht das Vieh auch noch ein, bildet schon Gas. Er frisst nix. Das ist nicht gut. Ich hol mal Fleisch. Habe ich schon reingetan, ein bisschen. Okay. Und? Er steigt wirklich auf. So, endlich mal was futtern, der Kerl. Ihn Tom rein. Ach, der frisst gleich ganz schnell. Wahrscheinlich brauche ich vielleicht nur einen, ich bleib in meiner Nähe. Der hat noch länger gebraucht. Der hat dann genauso lange gebraucht, um zu essen. Der Giga? Nee, der Gigantosaurus hat doch nicht so lange gebraucht, oder? Nee, ich glaube nicht. Der Gigantosaurus. Der hat ganz langsam gebraucht. Die Schildkröte ist doch auch so langsam. Kann sein. Ach, so langsam? Oder wir sind nur ungeduldig, deswegen. Nicht, dass er gleich wirklich einen Herbst braucht und. Ja. Alles klar. Da haben wir ihn. Yes, das ist der Angler. Leute, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ich glaube auch jetzt, dass wir die gleiche Liste haben. Das heißt, wir brauchen nur 3. Und wir brauchen keinen Sattel. Geil. Sau cool. Lass uns den erstmal wegbringen. Guter Plan, sehr guter bevor Plan. Bevor der drauf geht mit der W2. Perfekter Plan, alles klar. Prickeln. Dann düsen wir mal wieder nach Hause. Ja, alle eure Tiere mit? Yep. Orientierungssinn, komm schon, Orientierungssinn. Ich kann erst mich orientieren, wenn ich oben an der Oberfläche bin. Ja, ist ein bisschen neblig. Und mit Taucherbrille dann noch zusätzlich. Kann man ja ausziehen. Kann man, muss man. Aber so weit sind wir gar nicht von zu Hause weg. Ist doch geil. Erstmal Taucherflasche wieder ablegen. Ja, bei mir ist die zu ungefähr ein Drittel, ein Viertel oder sowas ist die schon verbraucht. Ja, bei mir auch.
So, dann düsen wir mal nach Hause. Und werden dann sicherlich auch gleich den letzten unter Wasser, richtig? Das muss ja der letzte dann sein. Der ganz große. Ich will immer Nessie sagen. Das sieht ja auch aus wie Nessie. Nessie ist doch auch ein Plesio. Ja. Ja. Das ist der, glaube ich, jetzt der einzige, der unter Wasser uns nur noch fehlt. Beziehungsweise pärchenmäßig fehlt uns dann doch was, aber das hat keine Eile. Schon okay. Das Gute ist, jetzt haben wir auch das Fischgehege beleuchtet. Stimmt. Stimmt. Geil. So. Und ja, das ist auf jeden Fall dann das letzte. Und dann fehlt noch die Brutmutter und der Dodorex. Genau. Und dann hätten wir eigentlich alle. Was, wie wir das mit dem Dodorex anstellen, ist schon jetzt fraglich. Ob wir ihn selber spawnen oder auf ein Event oder irgendwas warten. Ich weiß es nicht. Ja, der wird ja öfters angeboten. Also zweimal bis für Halloween und für Thanksgiving. Super, wir haben Anfang des Jahres, mein Lieber. Ja, weiß ich nicht, wann das nächste Mal kommt. Ostern. Super, also in 2 Monaten. Ich glaube nicht, dass ich so lange warten kann oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es auf jeden Fall noch nicht. Ja, es gibt auf jeden Fall auch wieder neue, klar. Jetzt haben wir noch einen Delfin hier drin, der uns verfolgt. Ja. Ich mach zu. Hier ist auch ein Wilder. Das ist der. So. Oh, der folgt mir noch. Verdammt. Ja, genau. Andiasin. Oh, auch ein schöner Name. Ja. Der Anglerfisch. Okay, immer sowas Naheliegendes. Alles klar. Gut. Dann haben wir das alles besorgt. Den haben wir drin. Dann aus ihm die Sachen raus, die da nicht reingehören. Level 2er Andi, alles klar. Aber ich würde trotzdem sagen, den Anglerfisch, das Kibbeln nehmen wir trotzdem mal mit. Vielleicht treffen wir ja noch einen zweiten. Weil Andi ist ja männlich, ne? Also bräuchten wir noch ein Weibchen. Und wir wollten die auch eventuell killen, weil die etwas haben für... Was war das nochmal? So ein Leuchtmittel, mit dem man besondere Fackeln herstellen kann. Genau. Ja, also ich werde das auf jeden Fall in die nächste Folge erst packen, wie wir versuchen jetzt den letzten Unterwasser-Dino zu kriegen. Hier sind tatsächlich wilde Delfine drin. Na gut, egal. Und dann würde ich sagen, Däumchen nach oben, abonniert mich fleißig. Das macht echt immer happy, wenn man die Zahl steigen sieht. Anstatt sinken. Ja, sinken. Ja, genau. Und schreibt euch fleißig in die Kommentare irgendwas wie, hey, toll gemacht oder so ein Scheiß. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Ideen habt, was man noch so anstellen könnte, einfach mal rein in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.